HSV. Wir müssen reden. Moin moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Podcast. Es ist wieder Montag und das heißt bei uns wie immer HSV, wir müssen reden. Heute ist Montag, der 9. Dezember und mein Name ist Kai Schiller und an meiner Seite begrüße ich Stefan Walter. Moin Stefan. Moin moin. Sehr ganz besonders freuen wir uns aber über unseren heutigen HSV-Gast, mit dem wir wahrscheinlich wie keinem anderen über die kleine Mini-Krise sprechen können, aber vor allem über seinen extrem interessanten Lebenslauf. Aber bevor ich jetzt diesen ganzen Lebenslauf darstelle und unseren Gast herzlich willkommen heiße, machen das bei uns wie immer die Fans des HSV. Ich finde, der hat diese Saison super Transfers gemacht und den mit Kittel fand ich besonders gut. Bester Mann, die besten Transfers seit über 10 Jahren. Ohne ihn wären wir nicht das, was wir aktuell sind. Mit ihm steigen wir auf. Im Vorstand verantwortlich für den Sport, kommt von Bayer Leverkusen, ist jung, dynamisch und ich finde erfolgreich in Hamburg. Hat gute Neuzugänge organisiert. Ja, also ich bin sehr zufrieden mit unserem neuen Sportdirektor. Also, ich finde, er hat ja noch nicht so super viel gezeigt. Von daher bin ich sehr darauf gespannt, was er jetzt im Winter oder in der nächsten Sommerperiode leisten wird. Ist seit letztem Jahr unser neuer Vorstand, hat gute Transfers gemacht, so wie Sonny Kittel. Unter anderem, oder Hanek ist ja auch eine super Spitze. Hoffentlich bleibt das so. Und guten Trainer natürlich dazu noch geholt, ein tolles Trainerteam, tollen Torwart geholt. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Ja, besser kann es gar nicht laufen, sagt dieser weibliche Fan. Wobei wir natürlich fairerweise dazu sagen müssen, dass wir die Stimme vor dem letzten Heimspiel, dem 0:1 gegen Heidenheim, aufgenommen haben. Das ändert aber nichts an unserer Vorfreude. Deswegen herzlich willkommen, Jonas Bold, der Sportvorstand vom HSV. Hallo. Ja, wir haben natürlich heute auch die ein oder andere Überraschung für dich vorbereitet hier in diesem Podcast. Und wir wollen auch die ein oder andere Geschichte oder Anekdote aus deinem Leben erfahren. Aber vorher müssen wir natürlich nochmal über das Wochenende sprechen. Hast du denn die schmerzhafte Niederlage gegen Heidenheim schon verarbeitet? Ja, im Prinzip ist ja heute schon Montag, das Spiel war am Freitag. Und ich halte mich eigentlich nicht lange mit Spielen der Vergangenheit auf. Ich war am Samstag dann auch selber draußen, als Training war. Viel mit dem Trainerteam gesprochen und ja, das Trainerteam macht das eigentlich immer sehr, sehr klar und analytisch. Und ja, Sonntag war frei und ab heute geht es dann wieder mit Blick voraus aufs Wochenende. Heute ist Montag. Im Abendblatt steht heute die erste Mini-Krise, in der Mopo steht die erste Krise, in der Bild steht die erste Hacking-Krise. Was sind aus deiner Sicht 6 Spiele, 1 Sieg? Ist das eine kleine Krise? Wie kann man das beschreiben? Findest du das zur Hartkrise? Ich bin kein Freund von diesem Wort Krise, dass das gerne gesucht wird hier in Hamburg, das habe ich ja auch schon mitbekommen. Ich bin jetzt nicht verantwortlich für das, was in der Zeitung geschrieben wird. In Leverkusen gab es keine Krise. Doch, gab es auch schon, insbesondere mal in einer Saison, die nicht ganz so gut lief und die Anforderungen waren natürlich andere. Die Frage ist immer, was man draus macht. Und ich bin jetzt ein gutes halbes Jahr hier, wenn man das halbe Jahr mal zurückdreht und sich die Frage stellt, wo möchtest du im Dezember stehen, dann glaube ich, hätten wir alle unterschrieben mit der Situation, so wie sie aktuell ist. Vielleicht haben wir die Erwartungshaltung für viele noch mal deutlicher nach oben geschraubt, weil der Saisonstart von den Ergebnissen und auch der Art und Weise fast schon eine Überperformance war. Aber wir haben das intern immer sehr sachlich besprochen, analysiert und auch da schon Dinge festgestellt, die nicht immer so herausragend gut gelaufen sind, wie es vielleicht dargestellt wurde. Dementsprechend sehen wir uns jetzt auch nicht hier in der Depression. Trotzdem müssen wir natürlich die letzten Spiele analysieren und da gibt es halt unterschiedliche Herangehensweisen. Osnabrück war sicherlich das Spiel in der Hinrunde, was ja am schlechtesten war, wenn man das mal so auf den Punkt bringen kann. Und, in Kiel, glaube ich, mit 11 Mann, 90 Minuten wäre es anders gelaufen. Ich fand jetzt auch das Spiel gegen Heidenheim am Wochenende, ich fand das nicht schlecht. Die Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Wir haben zu Hause sehr, sehr viele Tore geschossen, die Fans verzückt. Da hat sich Heidenheim natürlich auch drauf eingestellt. Die haben
mit 11 Mann verteidigt, wenn man sieht, allein wie viel die beiden Stürmer gelaufen sind, dann ist das eine Laufleistung, die normalerweise Mittelfeldspieler gar nicht schafft. Und das haben die einfach besser gemacht an einem Tag. Und trotzdem hatten wir beim Stand von 0-0 auch gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Das ist uns nicht gelungen. Und am Ende hat Heidenheim vielleicht den Sieg etwas mehr herbeigezwungen, so wie wir es vielleicht vorher in anderen Spielen gemacht haben, wo wir am Ende dann nochmal den glücklichen Treffer dann erzielt haben. Wir hören mal ganz kurz rein, was Dieter Hecking direkt nach dem Spiel gesagt hat zum Spiel, und bitte zu Ende hören. Es ist auch nicht so einfach, wie es dann aussieht. Es ist immer leicht zu fragen, 76% Ballbesitz, ja, ein bisschen ideenlos, ja, spielt euch erstmal durch. Das ist nicht so einfach. Und wie gesagt, heute hat es nicht geklappt, wir haben es schon in den Spielen besser gemacht und es wird auch wieder besser werden. Ja, hoffentlich, sagt dieser Fan noch ganz am Ende, ganz leise war es noch zu hören. Tatsächlich muss man ja sagen, dass der Auftritt gegen Heidenheim jetzt ein anderer war als in Osnabrück. Nichtsdestotrotz hat der HSV aktuell Probleme, das Tor vorne zu treffen. Was macht dir denn Hoffnung jetzt für die anstehenden beiden Spiele gegen Sandhausen und gegen Darmstadt, dass man vorne auch wieder trifft und vor allem auch wieder dreifach punktet? Ja, weil jede Serie ja dann auch mal reißt. Ne? Jetzt ist sie zu Hause gerissen, dass wir verloren haben. Dann wäre es jetzt auch mal an der Zeit, auswärts zu gewinnen wieder. Nein, wir arbeiten natürlich dran und ich habe es gerade schon gesagt, der Trainer hat das sehr, sehr gut analysiert und es sind Dinge, die wir beobachten. Wir haben nach dem Spiel gegen Osnabrück einiges klar dargestellt, weil das insbesondere das Zweikampfverhalten, vielleicht die ganze Körpersprache auch so nicht gestimmt haben, und das war gegen Heidenheim schon deutlich besser, und es muss uns einfach gelingen, die Chancen, die wir haben, die jetzt vielleicht zuletzt nicht ganz so viele waren wie zuvor, beim Stand von 0-0 mal zu nutzen und wieder in Führung zu gehen, und dann fällt uns das Spiel natürlich auch einfacher. Wir wollen natürlich auch nicht nur jetzt die ganze Zeit mit dir zurückgucken. Jetzt haben wir dich als Sportvorstand des HSV heute bei uns. Und klar, du bist verantwortlich. Dann auch bald kommt die Wintertransferperiode. Du wirst wahrscheinlich andauernd von uns Journalisten darauf angesprochen. Du musstest am Sonntag auch schon so ein bisschen was dazu sagen. Kannst du denn zumindest sagen, ob es richtig ist? Auch du, Namen wirst du uns ja wahrscheinlich nicht verraten, dass hier sozusagen auf der Rechtsverteidigerposition ist das Verletzungspech bekannt. Da so ein bisschen euch umguckt und Offensive heißt es immer. Stimmt das? Ja. Weil wir gucken uns überall immer um. Wir sind eine Zweitligamannschaft, eine gute Zweitligamannschaft. Und das heißt, dass wir uns in allen Bereichen verbessern können. Das kann die Trainingsarbeit auch sein, dass sich Spieler selber noch weiterentwickeln. Das kann aber auch sein, dass man vielleicht den einen oder anderen noch im Auge hat, mit dem man den Kader aufgrund von Verletzungssorgen oder anderen Dingen verbessern kann. Und das gehört zum Geschäft dazu. Deswegen wundert mich das nicht, dass diese Fragen aufkommen, insbesondere wenn jetzt eben der Januar vor der Tür steht. Aber für uns, und damit meine ich eben die komplette Scouting-Abteilung, das Trainerteam und auch Sportdirektor Michael Mutzel, ist das Tagesgeschäft. Und deswegen beschäftigen wir uns damit und gucken dann einfach mal, ob sich eine Möglichkeit ergibt. Aber das völlig unaufgeregt. Und ist ganz interessant. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Stimmen, die dann immer den nächsten Namen herbeirufen, weil sie glauben, dass es dann von alleine besser wird, das sind dann die gleichen Stimmen, die ein halbes Jahr später sagen, ja, warum habt ihr den denn jetzt geholt? Und das muss man halt immer abwägen. Ne? Also gerade im Januar, der Markt, der ist nicht einfach, und keine Mannschaft gibt ihren besten Spieler im Januar ab, wenn sie ihre Ziele verfolgen möchte und erreichen möchte. Und wir gucken einfach mal. Erstmal haben wir jetzt noch 2 Spiele vor der Brust. Der Aufsichtsrat hat ja in jedem Fall schon mal grünes Licht für Transfers gegeben. Zumindest hat der Vorsitzende Max-Arnold Köttgen das uns gegenüber so bestätigt schon. Wenn man so zwischen den Zeilen zuhört, du meintest ja auch gerade, ja, wir müssen erstmal abwarten, der Markt ist schwierig, dann deutet ja doch alles auf ein Geduldsspiel hin, was jetzt mögliche Neuzugänge im Januar betrifft. Oder deuten wir das falsch? Richtig, die ganze Saison ist ein Geduldsspiel. Und deswegen, also die Saison entscheidet sich nicht an einem Spieltag und die Saison wird sich auch nicht an oder von einem Spieler abhängig sein. Und das ist natürlich in der heutigen schnelllebigen Zeit, man sucht auch immer irgendwie nach neuestem Gerücht, was kann jetzt irgendwie noch aufkommen. Dafür haben wir auch Verständnis, dass das insbesondere in der... Du darfst Fakten hier liefern, wenn du magst. Dass das in der Medienlandschaft auch so wahrgenommen wird und natürlich da auch für weitere Geschichten sorgt. Aber davon lassen wir uns nicht treiben. Und der Dialog mit dem Aufsichtsrat, der ist aktuell hervorragend. Da sind die alle im Themen drin. Deswegen wissen die eben auch, insbesondere Max Köttgen, dass wir
uns mit allen möglichen Varianten beschäftigen. Und da haben wir halt dann durchaus auch mal andiskutiert, dass es Veränderungen geben kann. Kannst du vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie denn ein Dialog nicht mit dem Aufsichtsrat, sondern mit deiner Scouting-Abteilung in so einer Phase abläuft? Triffst du dich häufiger mit Klaus Koster, den du ja gerade aus Leverkusen erst hierher geholt hast nach Hamburg? Ist das so wie vor 3 Monaten genauso? Ihr trefft euch einmal die Woche? Ich weiß es nicht. Vielleicht kannst du einen kleinen Einblick geben. Ja, in erster Linie ist er natürlich mit allen Scouts täglich im Austausch, dann auch mit Michael Mutzel, gerade was die Analyse der Wochenenden angeht. Da bin ich dann nicht immer bei jedem Gespräch dabei, weil der Austausch zwischen mir und Michael Mutzel hervorragend ist. Aber jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, mit Klaus Koster habe ich den kompletten Samstag bei mir zu Hause auf der Couch vorm Fernseher verbracht und wir haben sämtliche Spiele zusammen geguckt. Hättest du nicht beim Fernsehen gesagt, dann wäre es interessant geworden. den ganzen Samstag auf der Couch verbracht. Aber du hast beim Fernseher gesagt, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, ist richtig, ja, weil es interessant ist, Fußball zu gucken und vielleicht auch in der Halbzeit dann mit dem einen oder anderen Scout dann auch mal zu telefonieren, beziehungsweise auch die möglichen Varianten auszuloten. Und das war jetzt in diesem Fall was Samstag von zu Hause aus, weil das sinnvoll war, um vielleicht 2 Spiele oder 3 Spiele dann auch zu sehen. Das kann aber auch mal dann auf einer gemeinsamen Fahrt sein, um sich ein Spiel live vor Ort anzugucken. Also das ist nach wie vor auch ein Teil meiner Aufgabe und dadurch ist der Austausch halt auch deutlich intensiver, wenn man in den Themen drin ist. Wie läuft das dann ab? Hat man sich dann vorher schon 1, 2 Spieler zurechtgelegt, die man jetzt besonders beobachtet und auf denen der Fokus einfach liegt? Ja, das ist die Aufgabe der Scouting-Abteilung, so wie wir es vorgeben zu arbeiten, dass man überlegt, wo kann man sich verbessern und dann mögliche Profile eben kreiert. Weil als Beispiel, wenn man jetzt über einen möglichen Rechtsverteidiger sprechen würde, dann ist die Frage, welcher Typ Rechtsverteidiger hilft uns weiter? Ist der verfügbar? Ist das auch das, was wir jetzt wollen? Also wir haben 2 junge Rechtsverteidiger, die das sehr gut gemacht haben, die auch im Laufe der Saison wieder zurückkommen. Wann kommen die zurück? Das muss man dann sicherlich auch nochmal jetzt beobachten, Richtung Ende Dezember. Wie weit sind die mit den Verletzungen? Kannst du da was Neues sagen? Nein. Weil da haben wir auch noch ein bisschen Zeit und das wird sicherlich noch ein bisschen dauern. Also sie werden nicht zum Rückrundenstart dabei sein, das ist vollkommen klar. Dann muss man halt schauen, was auf dem Markt ist und ob das halt eben in die Mannschaft reinpasst. Welcher Typ Rechtsverteidiger ist das, der den HSV nach vorne bringen würde? Ich nehme an, der muss vor allem auch offensiv stark sein. Aber das besprechen wir dann meistens intern. Ohne Zweifel ein Transfer aus dem vergangenen Sommer, gehörte zu den besten Transfers seit einer ganz langen Zeit. Adrian Fein, der hat jetzt so eine ganz kleine Delle, aber ich glaube, da wird uns keiner widersprechen, wenn wir sagen, das ist wahrscheinlich mit der stärkste Sommertransfer gewesen und auch er möchte gerne etwas von dir wissen. Servus Jonas, hier ist der Adrian, bist jetzt ja auch beim Abendblatt-Podcast, so wie ich, diese Woche. Ja, und ich wollte auch mal was fragen, und zwar, ich weiß ja, dass du genau wie ich eine Vergangenheit hast beim FC Bayern und soweit ich weiß als Praktikant, und da würde mich dann natürlich stark interessieren, welche Stadt du schöner findest, München oder Hamburg? München oder Hamburg, und die Antwort darf nicht Düsseldorf lauten. Wir haben ja auch darüber gesprochen, oder er hat ja gefragt, welche Stadt schöner ist. Das ist dann relativ einfach für mich, weil für mich zählt Hamburg oder ist Hamburg die schönste Stadt in Deutschland. Auch wenn ich in so einer kleinen, schönen Stadt wie Heidelberg sogar gelebt habe, aber einfach die Vielfältigkeit, die sich hier auftut, das hat mich schon immer fasziniert. Deswegen bin ich vor meiner Tätigkeit auch immer sehr gerne hier gewesen. München hat nochmal den Vorteil, dass du schnell in den Bergen bist und vielleicht im Umland von München einfach unglaublich viele Freizeitaktivitäten hast, vor allen Dingen, wenn man, so wie ich, gerne auch Ski fährt. Wirst du jetzt im Januar? Im Januar wird es schwer, aber ich werde über Weihnachten und Neujahr, das ist eigentlich immer so meine Skizeit, ja. Ja, von daher, um auf die Frage nochmal klar zu antworten, für mich ist Hamburg die schönere Stadt. Fast 15 Jahre ist es jetzt her, dass du ja bei Bayern München ein Praktikum absolviert hast. Du hattest sogar das Angebot zu bleiben, hast das aber abgelehnt. Vielleicht kannst du ja hier im Podcast Adrian Fein schon mal beibringen, wie man so ein Angebot der Bayern ablehnt. Ja,
ich hatte, muss sagen, das Glück, überhaupt da reinschauen zu können, was nicht ganz so einfach ist, weil die Anfragen natürlich auch sehr, sehr hoch sind. Und dann hat man mir damals eben gesagt, dass es nur für eine bestimmte Zeit ist und habe dann mich im Anschluss schon ein Folgepraktikum gekümmert und habe aber auch gesehen, dass die Perspektive dort eben deutlich besser war. Und das habe ich jetzt auch extra so ein bisschen betont, weil ich glaube, da erkenne ich dann auch ein paar Parallelen. Das könnte ja Fein eigentlich auch so antworten im Sommer, ne? Dass die Perspektive in Hamburg... Ich hoffe, er hört gut zu. Er war letzte Woche bei uns im Podcast. Dein Praktikum, was lange her ist bei den Bayern, wie stellt man sich das vor als Praktikant? Warst du auch mal bei Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge im Büro und musstest du dich vorstellen oder ist das... Ja, ich war also im Vorbüro in der Tat mal bei Uli Hoeneß eine Woche. Ich bin durch verschiedenste Abteilungen gegangen. Ich glaube, an dem Tag, als ich da aufgeschlagen bin, so richtig... wusste dann keiner, was mit mir anzufangen und ich musste dann erstmal Geschenke einpacken. Klassischer aber, Praktikantenjob dann. Ja, genau. War aber auch ganz interessant, weil ich dann für mich zumindest eine neue Einpacktechnik entwickelt habe. Ja, und ich habe dann einfach... Das müssen viele Geschenke gewesen sein. Ja, sehr viele. Ich glaube, es ging irgendwie, die Allianz Arena wurde damals eröffnet und da gab es irgendwie so ein Willkommensgeschenk oder irgend sowas. Und Bayern hat ja sehr viele Mitarbeiter und Mitglieder, von daher war das schon eine sehr langwierige Aufgabe. Aber ich bin immer effizienter geworden. Und irgendwann kam Uli Hoeneß und gesagt, du packst aber extrem gut Geschenke ein. Genau. Nee, und ich habe dann signalisiert, dass ich einfach Interesse habe, überall reinzuschnuppern. Und diese Chance, die wurde mir dann gewährleistet. Also insbesondere bei Wolfgang Dremmler in der Scouting-Abteilung. Das waren so meine ersten Schritte da. Sein Sohn Sebastian Dremmler war damals Jugendtrainer. Und da konnte ich dann nachmittags... Übrigens, der war Adrian Feins Trainer. So schließt sich der Kreis tatsächlich. Ja, also... Er ist ja schon sehr lange da und hat ihn dann wahrscheinlich mal in den ein, zwei Jahren in seinem Jugendbereich auch gehabt. Und es hat mir auch Spaß gemacht, damit auf dem Platz tätig zu sein, Veranstaltungen dabei zu sein. Und dann war mal einmal die eine der Sekretärin von Uli Hoeneß eben im Urlaub. Und dann durfte ich sozusagen im Vorbüro der anderen Sekretärin E-Mails ausdrucken. Unterstützend zur Seite stehen. Genau, und da... habe ich mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, was so Professionalität angeht, auch von Uli Hoeneß, weil ich war an dem Tag zugegen, als sie Philipp Lahm das Kreuzband gerissen hat, damals noch zur Zeit vom VfB Stuttgart. Und der FC Bayern aber ein paar Tage vorher bekannt gegeben hat, dass sie ihn zurückholen. Also sie haben ihn komplett eingeplant und auch zu Recht, wie sich ja bewiesen hat. Und er war natürlich dann auf 180. Und in dem Moment klingelte es unten an der Pforte und fünf Fans, die den weiten Weg irgendwo aus dem Osten her auf sich genommen hatten, wollten unbedingt ein Foto mit Uli machen. Und diese Frage wurde an mich dann weitergereicht. Und dann dachte ich so, was machst du jetzt? Das ist eine dankbare Frage. Genau, und ich guckte die Sekretärin an und sie sagte, ja, du hast doch selber gesehen, wie er drauf ist, frag ihn doch selber. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, mal an die Bürotür geklopft und als er dann gehört hat, worum es ging, war ich richtig fasziniert, wie schnell er im Prinzip sich um 180 Grad gedreht hat und im Prinzip seine schlechte Laune, die ja nachvollziehbar war, mal außen vor gelassen hat und mit einer unglaublich offenen Art sich 5 Minuten Zeit genommen hat und Fotos und Smalltalk mit den Fans gemacht hat. Und ich glaube, das zeichnet ihn dann auch aus und zeichnet auch aus, dass er erkannt hat, wie wichtig eben die Fans für den ganzen Verein sind. Und im Anschluss hat er aber dann gesagt, so, das jetzt reicht aber dann für heute, lasst mich jetzt in Ruhe. Ich finde die Geschichte allerdings schon beeindruckend, selbst ohne Philipp Lahm Kreuzbandriss, weil das heißt ja, wenn man bei Bayern München als Fan ein Foto will, dann... muss man einen weiten Weg auf sich nehmen, Mut zusammennehmen, klingeln und hat vielleicht Glück. Ja, das war 2005, also es ist ein anderer Zeitpunkt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Dieses Thema Foto ist heute natürlich noch deutlich intensiver geworden. Damals war es vielleicht eher eine Seltenheit. Und ich wollte einfach nur mit diesem Kreuzband signalisieren, in welcher Stimmungslage er sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann befunden hat, dass man das besser nachvollziehen kann. Also das habe ich so nicht oft gesehen, wenn man in diesem, erwische ich mich ja selber manchmal dabei, wenn man irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt wird oder schlecht gelaunt ist oder gerade eine Niederlage zu verarbeiten hat. Und das hat mich geprägt ein bisschen. Ja. Du hast gesagt, dass es ist nicht ganz einfach, an so ein Praktikum bei Bayern zu kommen. Das ist klar, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe,
Dein Papa hat bei Lufthansa gearbeitet und kannte auch ein paar aus dem Fußballbusiness sozusagen. Ich glaube, auch Bernd Hoffmann und er haben sich mal kennengelernt. Da liegt es irgendwie auf der Hand, dass auch dein Vater eine Frage an dich hat. Hallo Jonas, hier ist dein Vater. Ich rufe an aus Düsseldorf und ich freue mich natürlich, dass ich morgen auf deiner Sendung in Hamburg auch dir eine Frage stellen darf. Und mich bewegte immer, du hast ja schon als kleiner Junge in der Nachbarschaft mit den Kindern Fußball gespielt auf der Wiese und bist hinter dem Ball hinterhergelaufen. Ist es dir dann später schwer gefallen, dass auf deiner Schule das Fußballspielen verpönt und verboten war und dort nur Hockey oder Basketball gespielt werden durfte? Ansonsten, Jonas, noch eine schöne Zeit in Hamburg und ich hoffe, dass ihr bald wieder auf die Siegestraße kommt mit dem HSV. Ich zitter mit. Tschüss. Ja, der Papa zittert also mit, wie wir gehört haben, aber warum Fußballspielen in der Schule verpönt war, musst du jetzt natürlich mal genauer erklären. Ja, ich war mein ganzes Schulleben auf einer Waldorfschule. Wird sicherlich jeder von euch auch diverse Vorurteile haben. Nein. Urteile. Da war jetzt eher das Kreative im Vordergrund und Fußball zählte damals noch nicht unbedingt zu den kreativen Dingen. Generell Sportunterricht war dort jetzt nicht unbedingt so ausgeprägt, gab es natürlich auch. Das haben wir dann eher genutzt, um vielleicht dann mal hinterm Schulgebäude zu bolzen, beziehungsweise ich war dann auch froh, wenn die Schule auch mal rum war und dann bin ich dann eben schneller lieber nach Hause und habe den Ball dann eben zu Hause wieder aus dem Schrank geholt. Ich habe mit dem Vater am Wochenende ein bisschen länger telefoniert und er hat mir dann gesagt, Basketball und Hockey wären da die Sportarten gewesen. Jetzt frage ich mich, was Basketball sozusagen Waldorf kompatibler macht als Fußball. Ich bin da selber jetzt nicht so in dem Thema drin gewesen, in dem Alter, weil ich bin auf die Schule gegangen und das war eher mehr so das Thema, wie man andere Dinge lernt, als mich jetzt mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen. Da hat man natürlich im Laufe der Jahre ein paar Dinge wahrgenommen. Fußball war vielleicht so ein bisschen mehr durch die Aktivität mit dem Fuß und vielleicht auch dadurch, dass es mehr so das Proletariat vielleicht anspricht. Das sind so Dinge, die ich so aufgeschnappt habe. Witzigerweise war ich ja im Grundschulalter in Düsseldorf auf der Waldorfschule damals und da bin ich dann Jahre später mal vorbeigefahren, weil es eine sehr, sehr schöne Schule ist, vom ganzen Bild her und dort gibt es mittlerweile auch einen Bolzplatz. Also von daher. Die Welt dreht sich weiter. Die Welt dreht sich weiter, richtig. Abi-Jahrgang? 2001. Und dein Vater hat auch noch gesagt, du hast ein sehr gutes Abi gemacht, redest in der Öffentlichkeit aber nicht gerne darüber. Das ist nicht ganz korrekt. Ne? Das erste, das zweite? Beides. Also ich rede grundsätzlich da jetzt nicht groß drüber, aber ich habe ein 3-0 Abi, glaube ich, gemacht. Das ist in der Tat bei meinen drei Geschwistern der schlechteste Schnitt. Es lag so ein bisschen daran, dass ich dann festgestellt habe, dass in der kleinen Gruppe, die wir gehabt haben, von 25 Schülern man die Kurse nicht wählen konnte. Diese Leistungskurse nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfächern gezählt haben. Also Sport war, wie gesagt, nicht dabei. Und dann habe ich festgestellt, also für mich war eigentlich klar, ich mache das Abitur, ich schaff's auch. Und dann habe ich halt festgestellt, du musst wahrscheinlich um einiges Aufwand mehr reinstecken, nur um eine bessere Note zu haben. Und die Zeit habe ich dann doch mehr in meine sportlichen Aktivitäten nach der Schule reingesteckt. Basketball wurde an deiner Schule gerne gespielt. Bei deiner Körpergröße könnte man jetzt pauschal denken, da hättest du auch Karriere machen können. Ja, vielleicht wäre es sogar so gekommen. Ich habe als kleiner Junge habe ich in der Tat mal angefangen im Verein. Damals gab es meine Altersklasse nicht. Die waren alle 2-3 Jahre älter, dementsprechend mindestens genauso groß und deutlich kräftiger und schon weiter. Das hat mir dann nicht so viel Spaß gemacht. Dann sind wir danach auch umgezogen und dann war in dem Ort eben auch sowieso Fußball deutlich interessanter. Und dann habe ich mich da halt meiner Leidenschaft schon nach orientiert. Du musst jetzt einmal klarstellen, wie groß du überhaupt bist, weil es gibt 2 Meter, 1,99, 1,98, das Internet kennt da viele Wahrheiten. Auch hat mein Vater mir immer gesagt, lang, Größe ist was anderes. Korrekt. Ich habe mich mit einer Länge von 2 Metern abgefunden. Ich glaube, im Pass steht zwar irgendwas anderes, aber diverse Türtests bestätigen das. Eine große Geste, keine lange, sondern eine große Geste, hast du am Anfang der Saison oder
Geste, weiß nicht, ob das das richtige Wort ist. Jedenfalls führt das dazu, dass wir jetzt eine Podcast-Premiere haben, nämlich wir haben jemanden, der keine Frage an dich hat. Hallo Jonas, hier ist Bankariata. Ich habe keine Frage an dich. Ich musste nur sagen, vielen Dank und viel Spaß bei dem Podcast. Ciao. Das löst dann schon ein kleines Grinsen in einem aus, wenn man diese Sprachnachricht hört. Ja, also wir wollen jetzt nicht nochmal den ganzen Fall Bakariyata aufrollen, der natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Vielleicht kannst du aber trotzdem noch einmal erklären, warum du vom damals, als die Geschichte ins Rollen kam, bis zum heutigen Tag eigentlich, warum für dich von vornherein klar war, dass du so eine klare Linie in dem Fall fährst und dich deutlich positionierst pro Jatta. Im Prinzip gibt es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Faktenlage für mich immer so war, dass er einen gültigen Pass hat. Und das ist im Prinzip das höchste Beweismittel. Das wurde ja auch bestätigt. Und dann gibt es den zweiten, vielleicht dann eben auch wichtigeren Aspekt. Ich bin hier angetreten und war mit dem Trainerteam und dem ganzen sportlichen Team gesprochen. Wir wollen hier bei allem Profigeschäft versuchen auch eben etwas mehr Menschlichkeit reinzubringen und da ist Baka eben einer unserer Mitarbeiter und ein Mensch am Ende, der dahinter steht und das ist für mich so, wie ich eben erzogen wurde, selbstverständlich, dass man seinen Mitarbeiter und seinen Mitmenschen schützt. War das in deiner bisherigen Karriere dein trickigster oder vielleicht dein sonnenklarster Fall, den du zu Im Endeffekt beides. Ne? Also für mich war die Entscheidung von vornherein vollkommen klar, solange die Situation so ist, wie sie im Prinzip vorliegt, gibt es für mich eben nur diese eine Entscheidung und das habe ich eben der Mannschaft und auch mit dem Trainer, dem Vorstandsteam ganz klar so kommuniziert. Dass das natürlich dann mit Einsprüchen und Folgescheinungen sich etwas in die Länge gezogen hat, war nicht ganz so vorauszusehen. Und sicherlich verfolgt man ja dann auch, gibt es irgendwie noch was anderes im Hintergrund oder nicht. Aber wir haben immer gesagt, solange die Situation so ist, wie sie ist, gibt es eben wirklich nur diese eine Entscheidung. Und da bin ich auch froh, dass wir uns da so entschieden haben. Hast du mit Bakariyata auch mal unter vier Augen über die Situation gesprochen? Es gab ja ganz am Anfang ein Gespräch, in das auch Dieter Hecking involviert war. Ja, hast du auch mal ihn zur Seite gezogen? Ja, selbstverständlich. Also das gehört ja unabhängig davon dazu, dass man mit seinen Spielern und seinen Mitarbeitern ja auch spricht. Und das haben wir natürlich mit ihm auch gemacht, ob jetzt mal unter vier Augen oder mehr Augen. Und manchmal sagen aber ja eben Taten mehr als Worte. Wie hast du von der Geschichte erfahren? Also wann war das erste Mal, wo du gesagt hast, okay, da ist jetzt irgendwas und vielleicht müssen wir uns mal zusammensetzen? Und wir wurden ein paar Tage vor dem Artikel wurden wir damit konfrontiert und natürlich hat man damals auch schon in anderer Funktion von der ganzen Geschichte gehört und dann haben wir uns eben zusammengesetzt und haben gesagt, was ist die Faktenlage und ich will da jetzt auch nicht wieder zu viel drüber sprechen, weil die Geschichte gehört jetzt wirklich mal auch irgendwie zu den Akten, dass ja, es natürlich Zweifel gab, man den Zweifeln auch nachgegangen ist und hat da eben nichts gefunden und es gab halt eben diesen Pass und der wurde ja jetzt auch nochmal deutlich bestätigt und ja, damit ist die Situation klar gewesen. Wie Stefan schon richtig sagt, wir wollen das nicht normal aufräumen. Es wird wahrscheinlich aber noch einmal ein Thema werden, jetzt zur Rückrunde, wenn ihr auf die drei Vereine trifft, die alle drei Einspruch eingehoben haben. Gab es danach irgendwann nochmal ein Gespräch mit den Kollegen, haben die irgendwann nochmal gesagt, war vielleicht nicht die cleverste Idee, tut mir leid, oder wie auch immer, oder ist das... Nein, alle Kollegen haben mich im Vorfeld kontaktiert und natürlich gesagt, dass diese Möglichkeit wohl im Raume steht. Und ich habe gesagt, wir bewerten das ganz klar so und ich habe dafür kein Verständnis und ich werde nicht nur meinen Spieler, sondern eben auch meine Farben schützen. Wenn sie da eine Möglichkeit sehen, dann ist es deren Entscheidung, aber dann müssen sie natürlich auch damit rechnen, dass man sich dann natürlich auch gegen wehrt. Das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man irgendwie einerseits Kollege ist und versucht, sich zu respektieren, aber ja, am Ende ist der Fall auch dann da glasklar gewesen und ich glaube nicht, dass es denen geholfen hat, beziehungsweise jetzt unbedingt auch angenehm war, aber es ist deren Entscheidung und die sollen sie halt besser argumentieren, wir haben unsere getroffen und damit ist das Thema für mich jetzt auch erledigt. Das ist natürlich eine hypothetische Frage, aber wie meinst du, hätte dein Ex-Club Leverkusen auf den Vorfall reagiert? Die Frage ist hypothetisch. Die Frage ist sehr hypothetisch. Ja. Wir haben also es wäre
Ich würde es mal so formulieren, ich würde mich vielleicht gerne mit der, oder hätte mich gerne mit der Frage auseinandergesetzt, weil das was bedeuten würde? Dass du noch in Leverkusen im Amt wärst. Dass wir gegen Leverkusen spielen würden. Gut. Dass, wenn man die nächste Frage, die wir dir gerne einspielen wollen würden, dann könnte die Antwort lauten, dass das möglicherweise schon bald der Fall ist. Auf jeden Fall gibt es natürlich auch aus Leverkusen eine Frage an dich. Hallo Jonas, hier ist Rudi aus Leverkusen. Und zuallererst, bevor ich dir eine Frage stelle, natürlich hoffe ich, dass wir uns kurz vor Weihnachten nochmal in der Düsseldorfer Altstadt sehen, um noch vielleicht beim kleinen Essen oder bei einer Pizza, du weißt ja wo, ein paar leckere Alt noch uns reinziehen, natürlich über ein paar Dinge noch quatschen. Und dann natürlich die Frage, lieber Jonas, ich hoffe, du hast hier schon was gefunden für den Abend vor dem Spiel bei euch in Hamburg, wenn ihr dann logischerweise aufgestiegen seid im nächsten Jahr, wo du uns abends ausführst. Ganz wichtige Frage. Bis die Tage, Jonas. Ciao. Bevor wir zu dieser ganz wichtigen Frage von Rudi Völler kommen, worüber spricht man mit Rudi Völler bei ein paar Alt, wie er es gerade so schön beschrieben hat? Ist das nur beruflich oder auch privat? Nein, privat natürlich auch oder fast viel mehr sogar. Oder wahrscheinlich wird es dann auch viel mehr noch privat sein, weil die beruflichen Wege sich ja eben getrennt haben. Ich habe sehr gerne immer mit ihm Zeit verbracht, ein unglaublich angenehmer Zeitgenosse. Hat natürlich auch mal so unsere Reibungspunkte, aber jetzt seitdem ich in Hamburg bin, habe ich ihn jetzt auch zweimal schon besucht, wenn ich zu Hause bei meinen Eltern mal in Düsseldorf war. Und ist immer wieder schön, immer wieder lustig, mit seiner ganzen Familie auch. Das werden wir sicherlich vor Weihnachten noch machen und er braucht sich keine Sorgen machen. Da werde ich was Adäquates finden, sollte es dazu kommen, dass Leverkusen wieder in Hamburg spielt. Altbier werdet ihr trinken, hat er gesagt. Latte Macchiato werdet ihr nicht trinken. Und da braucht er sich keine Sorgen machen, nein. Es gibt so ein paar Dinge, die wir dann auch gemeinsam haben und das ist dann oft auch bei der Getränkewahl. Altbier hat er jetzt betont, weil es eben bezogen auf Düsseldorf ist, aber ich glaube, wir sind beide in der Tat sogar eher die Weizenbiertrinker. Unabhängig von den Kalt- oder Warmgetränken, kann man Rudi Völler als so eine Art Ziehvater von dir bezeichnen? Als einen, ja. Ich habe sportlich natürlich dann auch lange mit Michael Reschke an der Seite gearbeitet, aber immer sehr gerne mit Menschen gearbeitet, die vielleicht deutlich älter waren, weil man von denen unglaublich viel lernen konnte. Und bei Michael Reschke war es sicherlich im Operativen mehr, aber bei Rudi halt auch Dinge fürs Leben oder einfach von seiner Art, wie er mit Sachen umgeht. Gibt es das bei dir, dass du immer noch jetzt, ob es jetzt Rudi Völler, Reschke oder wer auch immer ist, dass du jemand anderes, wenn du einen Rat brauchst? Oder ist das irgendwann, ist man in Anführungsstrichen erwachsen genug, um das alles dann selbst in die Hand zu nehmen? Ich glaube, ich bin noch nie so der Typ gewesen, der andere Menschen groß um Rat fragt, sondern viel versucht habe oder versuche mit mir selber auszumachen. Natürlich tauscht man sich aus und da gehören die beiden sicherlich auch dazu, ähnlich dann wie meine Eltern oder andere Wegbegleiter, aber das kann auch mal ein Jüngerer sein, wenn ich sehe, er kennt sich in dem Gebiet aus, dann hakt man da mal nach, aber im Großen und Ganzen stelle ich mir die Fragen immer selber und versuche da richtig zu entscheiden. Du warst sehr lange in Leverkusen. Wie schwer ist es dir gefallen, dann irgendwann ein nächstes Kapitel aufzumachen? Ja, sehr schwer, weil die Situation war vielleicht schon mal kurze Zeit vorher so, dass ich überlegt habe, was anderes zu machen, weil einfach ein paar Dinge so nicht mehr gepasst haben und man seine eigenen Vorstellungen auch hat, aber dadurch, dass ich eben sehr lange da war, dass Leverkusen auch für mich immer ein besonderer Verein war, ich sehr guten Kontakt mit vielen Menschen dort habe, da ja auch eine interessante Mannschaft zusammengestellt habe, habe ich irgendwie den Weg noch nicht zu Ende gesehen und da noch viel Hoffnung drin gehabt. Aber ja, dann waren halt einfach ein paar Dinge festgefahren, wo man seinen eigenen Teil natürlich auch zu beigetragen hat und da bin ich dann eher auch ein konsequenterer Mensch und habe dann gesagt, wenn ich die Dinge nicht ändern kann und mich in manchen Dingen vielleicht auch nicht ändern möchte, sondern geradeaus sein möchte, dann ist vielleicht der bessere Schritt, dass ich gehe für alle Beteiligten. Das hat Rudi natürlich versucht zu verhindern, weil er gerne mit mir auch weitergearbeitet hätte, aber so haben wir halt festgestellt, dass es ja vielleicht jetzt einfach mal der Schritt für was Neues ist. Wie stellt man sich das vor? Du gehst dann zu ihm und sagst, wir müssen mal reden und dann sagt Rudi,
Muss das jetzt sein? Also nee, im Gegenteil. Also das war dann so, dass wir in der Tat auch mal ein paar Meinungsverschiedenheiten hatten. Und dann ist das Schöne eben auch so mit jemand wie Rudi, dass der sowas auch merkt und dann auch sagt ihm, komm, lass uns heute Abend mal ein Bierchen trinken gehen. Und da haben wir uns dann mal hingesetzt und festgestellt, dass beide vielleicht so ein bisschen in verschiedene Richtungen gegangen sind, haben uns ausgesprochen und habe ich halt klar meine Meinung geäußert und das ging dann so ein, zwei Wochen, dass wir da nochmal drüber diskutiert haben, ob das jetzt der richtige Schritt ist, aber am Ende kennt er mich auch lang genug, um zu wissen, wenn ich eine Meinung zu was habe, dass ich halt auch dahinter stehe. Viele Fans fragen sich ja trotzdem, du hast in Leverkusen die Mannschaft eines Champions League Anwärters aufgebaut, hast Weltstars wie Arturo Vidal auch entdeckt. Wie kann das dann sein, dass so jemand beim HSV landet? Also was antwortest du den Fans, die sich diese Frage stellen? Ja, weil es einfach eine neue Herausforderung ist und das Umfeld hier ist was anderes. In Leverkusen war eine super Zeit und ich gucke jetzt immer noch sehr gerne hin und habe auch viel Kontakt zu Spielern oder Mitarbeitern und Fans teilweise sogar auch. Aber es ist immer die Frage, ich möchte gern Dinge weiterentwickeln und da habe ich halt meine Vorstellung gehabt, die habe ich auch geäußert, als ich meinen Vertrag damals verlängert habe und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass ich die so nicht umsetzen kann und da war man dann vielleicht auch anderer Meinung, was auch völlig legitim ist und dann habe ich aber gesagt, dann ist es vielleicht einfach in der Zeit, was anderes auszuprobieren und dann weiß man vielleicht selber auch nachher, ob es besser oder schlechter eben gewesen ist, aber das erfährt man eben nur, wenn man es ausprobiert und Hamburg ist komplett anders, es ist jetzt in einer Situation, wo es deutlich schwieriger ist, aber ich mag gerne Herausforderungen und ich habe keine Angst vor Herausforderungen und die Herausforderungen hier in Hamburg habe ich halt eben als deutlich größer eingeschätzt. Du bist zweitjüngster Manager im Profifußball. War dir immer klar, dass du in diesen Profifußball rein willst oder hättest auch irgendwann Manager des SV Waldhilsbach werden können? Nein, der SV Waldhilsbach ja vielleicht jetzt im Profibereich, nein. Es war immer schon mein Traum. Damals war es natürlich nicht so absehbar, weil eher ja so die Generation Ex-Profifußballer da untergekommen sind. Aus dem Grund habe ich mich dann noch dazu entschieden, BWL zu studieren, zwar mit dem Schwerpunkt Sportmanagement, aber in dem Wissen, wenn es nicht reicht für diesen Sportsegment, dass ich dann im normalen Unternehmen vielleicht auch unterkomme. Glücklicherweise haben sich die Möglichkeiten reinzuschnuppern eben ergeben und da habe ich mich dann festgebissen. Deine Diplomarbeitstitel, weißt du den noch? Der ging über einen Vergleich Personalrecruiting im Sport und in der Wirtschaft. Also im Prinzip gibt es ja diese klassischen Instrumente, wenn man Menschen einstellt in einem Unternehmen. Und das waren so meine Anfänge im Scouting und das war vielleicht dann auch mit der Grund, warum ich dann weiter im Scouting geblieben bin. Abinota hast du ja verraten. Weißt du auch noch die Diplom? Die war besser. Die war deutlich besser, ja. 2,9. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Abschlussnote und die Diplomarbeitsnote. Eins war 1,9, das andere war 2,0. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, welches, aber trotzdem sagte mein Professor damals, er hat selten jemand gesehen, der so gut wohl zu verstehen wusste, seine Ressourcen so einzusetzen, dass er das bestmögliche Ergebnis mit dem geringsten Aufwand. Ein Synonym für faul. Nee, er hat halt festgestellt, dass ich meine restliche Zeit halt in andere Dinge auch reingesteckt habe, für die ich halt Leidenschaft verbunden habe, ob es dann eben selber Sport auch war oder ich habe natürlich auch nebenher gearbeitet, um mein Studium mitzufinanzieren, trotz tatkräftiger Unterstützung meines Vaters, aber hat mich halt auch immer interessiert, also ich habe ganz gute Nebenjobs auch gehabt. Andere Dinge, die du nebenbei noch gemacht hast, waren ja unter anderem Fußballspielen, auch wenn du selber nie professionell gespielt hast. Wobei, das stimmt eigentlich nur so halb, wie die nächste Frage, die jetzt kommt, belegen wird. Hallo Jonas, hier ist der Dennis von Kalk und Wittler. Sicherlich hast du schon von deinen Heldentaten vom SV Waldhilsbach berichtet. Aber erzähl doch mal lieber, warum du damals nach deinem Karriereende nochmal die Torwarthandschuhe für den TVK auspacken musstest und ob das Ganze nicht vielleicht sogar Einfluss auf den Sensationsausstieg von Norwich City gehabt hat. Das müssen wir, glaube ich, ein bisschen sortieren, weil das waren quasi drei Fragen in einer. Also fangen wir vielleicht mal an mit den Heldentaten von
SV Waldhilsbach. Ja. Spannender Verein, den selbst Michael Mutzel kennt. Das ist ein kleiner Ortsverein, einer meiner Stationen im Heidelberger Raum. Warum kennt Michael Mutzel den? Im Prinzip ist es, liegt es zwischen Sinsheim und Heidelberg. Okay. Und ich habe da während meiner Studienzeit, also einer der Vereine, wo ich gespielt habe, mit meinen Freunden, als ich dann mich dem Studium mehr gewidmet habe. Im Tor schon, oder? Damals im Tor, Bezirksliga-Verein gewesen. Und viele meiner A-Jugendkumpels dabei, also wirklich gute Truppe. Und das Vereinsleben auf dem Dorf wurde auch groß geschrieben. Also die Abende danach, die wurden dann auch aus den Orten neben Waldhilsbach immer sehr stark aufgesucht. Und das hat sich dann so durchgeführt, dass Mitarbeiter von Hoffenheim als Freizeitaktivität sich dem Verein auch angeschlossen haben. Sogar bis dazu, dass der Bruder eines Journalisten aus Leverkusen dort auch gespielt hat. Und die wurden natürlich dann alle dann auch mit meinem Namen konfrontiert. Und sozusagen hat der Name Waldhilsbach dann in Hoffenheim und auch in der Leverkusener Journalie dann mal zu Ruhm gefunden. Und, wer ist der Kollege aus Leverkusen? Der ist vom Kölner Stadtanzeiger. Also eigentlich hat er selber weniger für Leverkusen geschrieben, aber über seine Kollegen wurde das halt da rangetragen, okay. Insbesondere wenn wir dann mal in Hoffenheim gespielt haben. Und es ging dann, glaube ich, sogar so weit, dass Julian Nagelsmann mal auf der PK damit konfrontiert wurde, was er denn davon hält, dass seine Scouting-Abteilung da aktiv ist und ob die irgendwie mal eine Rolle spielen können. Also ganz ungewöhnliche Geschichte, und so kam das Thema halt immer auf. Natürlich wurde ich dann auch immer mal aufgezogen, wenn Freunde von mir dann zu Besuch waren. Die haben dann eher die negativen Geschichten erzählt, dass ich mal einen Ball habe fallen lassen, und dann musste ich da natürlich dagegen arbeiten. Deswegen haben sie es dann wahrscheinlich die Heldengeschichten genannt. Ja. Dann war da noch dein Torwart-Engagement beim TV Kalkum Wittlar. Wer kennt den Club nicht? Richtig. Das musst du auch noch genauer erläutern. Verein aus dem Düsseldorfer Norden, dem ich mich angeschlossen habe, als ich nach Leverkusen gewechselt bin. Einfach um ein bisschen aktiv zu sein, eigentlich mehr um Anschluss zu finden, vielleicht auch im sozialen Bereich, unter der Woche ein bisschen aktiv zu sein, fit zu sein. Mehr mit der Nachfrage eben kicken zu können und am Wochenende weniger zur Verfügung zu stehen. Und da habe ich echt gute Freunde gewonnen, unter anderem mit Dennis Minerup. Den hast du schon erkannt in der Stimme, als er Hallo gesagt hat, ne? Ja, das ist direkt zu erkennen bei ihm. Und da habe ich dann, wenn ich mal am Wochenende da war, auch mal ausgeholfen. Das war aber alles mehr im Feld, also so als erfahrener Haudegen irgendwo im Mittelfeld, Abwehr oder Sturm in der zentralen Position. Und dann sind wir wirklich mit einer, kann man so sagen, Thekentruppe von der Bezirksliga überraschend in die Landesliga aufgestiegen. Und ich damals dann zum Manager in Leverkusen aufgestiegen. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt eigentlich ein super Zeichen mit 32. Jetzt hörst du auf, weil du auch gemerkt hast, ich war eher einer, der von der Fitness gelebt hat und jetzt nicht vom Talent. Und das wird ein bisschen weniger, also guter Abschied und lass gut sein. Und dann habe ich natürlich so die ersten Spiele verfolgt von den Ergebnissen. Sie sind ganz gut reingestartet. Dann haben sie mal zwei Spiele verloren und dann gab es das Stadtderby. Und ich saß zufälligerweise gerade mit dem ehemaligen Hamburger Heumingsson zusammen, der unmittelbar gegenüber von dem Auswärtssportplatz gelebt hat. Und dann sind wir zusammen rüber, haben uns das Spiel angeguckt. Und der Torwart hat dann in der Nachspielzeit die gelb-rote Karte wegen Meckerns bekommen, und das haben wir aber nicht mehr mitbekommen, wurde dadurch gesperrt, und die zwei anderen Torhüter sind auch ausgefallen. Der eine war, glaube ich, sowieso noch im Urlaub und der andere verletzt. Und dann wollte der Trainer den A-Jugend-Torhüter nehmen, und dann hat die Mannschaft wohl einstimmig gesagt, absteigen werden wir eh nicht, ruft doch den Jonas an, der hat doch immer seine Heldengeschichten erzählt von Waldhilsbach, dann soll er eben mal ins Tor gehen, auch wenn wir den da nie gesehen haben. Stell dir mal vor, ein Stürmer wäre ausgefallen, hätte ich vielleicht den Son noch mitnehmen können. Genau, ja, das war der Versuch, aber da bin ich dann in meiner Funktion als Manager bei Leverkusen dann nochmal dazwischen gegrätscht. Ganz hübsches Tor übrigens am Wochenende, muss man genau, sagen. Genau, ja. So ist es dann dazu gekommen. Dann habe ich mich breitschlagen lassen, habe natürlich irgendwie auch Spaß dran gehabt, bin dann sogar freitags extra noch ins Abschlusstraining. Das war so deprimierend nach, glaube ich, 8 oder 9 Jahren, dass sie fast schon Mitleid hatten mit mir. Und gesagt wie alt warst du da? 32. Mhm. Ja. Und, also die Abstinenz im Tor. Ne? Ich habe danach ja dann nur noch im Feld gespielt. Okay.
Und dass sie dann wirklich gesagt haben, bei Gegentoren, die ich gekriegt habe, der war nah und da konntest du nichts machen. Aber es war wirklich desaströs und hatte dann das Glück, am nächsten Tag mit Nils Schmadtke im Stadion einen Mitarbeiter zu treffen, der für Adidas ja noch aktiv war und selber Torhüter. Und der hat mir dann noch schnell ein paar Torwarthandschuhe zur Verfügung Sohn gestellt. Sohn von Jörg Schmadtke? Oder? Genau, damals bei Adidas gearbeitet und dem habe ich die Geschichte erzählt, weil ich mit ihm ganz gut konnte und sagte, ja, ähnliche Größe, ich habe noch ein paar neues Paar und die Handschuhindustrie hat sich dann über 8 oder 9 Jahre schon weiterentwickelt. Ende vom Lied war, ich habe dann gespielt am Sonntag, wir haben sogar 1-0 gewonnen. Und, also zu Null auch noch gehalten. Zu Null gehalten, genau. Und dann hat die Mannschaft eine Siegesserie gestartet und ist als Aufsteiger am Ende, glaube ich, mit 1 oder 2 Punkten nochmal aufgestiegen in die Oberliga. Also das war echt ein großes Ding dann im Düsseldorfer Raum, weil der erste Aufstieg war schon sehr überraschend und der zweite natürlich umso überraschender. Und am Endeffekt habe ich den natürlich immer vor die Nase gehalten. Die 3 Punkte, die wir da geholt haben, die waren am Ende dann gar nicht so unwichtig. Sehr schöne Geschichte. Jetzt bin ich aber immer noch gespannt, was das Ganze mit Norwich City zu tun hat. Stimmt, aber die dritte Frage noch. Wir hatten einen Mitspieler mit Markus Zimmermann, Innenverteidiger, Kollege dann in der Innenverteidigung von Dennis. Dessen Bruder hat bei Gladbach 2 und Dortmund 2 gespielt und die ganze Familie ist total fußballverrückt. Die Eltern und Freundinnen und der Bruder, die waren dann immer da, wenn es zeitlich gepasst hat. Und der ist dann von Dortmund 2 mit dem Trainer Daniel Farke nach Norwich gegangen. Eigentlich mehr so als 5. Innenverteidiger, auch verlängerter Arm vom Trainer, hatte sogar überlegt, seine Karriere zu beenden und Lehrer zu werden. Und da haben wir dann noch ein paar Mal drüber gesprochen und auf einmal ist er dann darüber und dann vom 5. Innenverteidiger kam er in die Startelf, dann wurde er Kapitän und die Überraschungsmannschaft spielt auf einmal um die Tabellenführung mit und da haben wir natürlich dann in dieser Gruppe gesagt, das hat er alles von uns in Wittler abgeguckt, weil der immer auf dem Sportplatz war und wir einen ähnlichen Weg, ja einen kleinen, wahrgenommen haben. Und da gab es dann immer so ein paar kleine Randgeschichten, wo die ganze Familie halt einfach mitgespielt hat. Und am Ende war das irgendwie ganz schön zu sehen. Ich bin dann selber mal rüber zu einem Spiel. Weißt du noch gegen wen? Das war ein Heimspiel, ich glaube Derby sogar. Auf jeden Fall lagen sie 1-0 hinten. Und er dann wirklich ähnlicher Spielertyp wie sein Bruder, 87. Todesgrätsche, spielt den Ball nach vorne 1-1 und eine Minute später köpft er selber das 2-1, wo es mich dann selbst aus dem Sitz gerissen hat. Gutes Spiel erwischt. Genau, gutes Spiel erwischt und dann sind ja aufgestiegen, dann er war Kapitän dann sogar und da haben wir natürlich dann immer gesagt, dass das ganz klar die Schule der Beobachtung am Sportplatz in Wittler gewesen ist. Das geht alles nur beim TVK, diese Entwicklung. Richtig. Es sind ja tatsächlich sehr viele Deutsche auch bei Norwich City. Ich hatte jetzt erst gedacht, dass es da vielleicht noch einen Bezug geben könnte, aber dann ist das die wahre Geschichte, die sich dahinter verbirgt. Ja. Ja. Jetzt könnte man meinen, dass du eigentlich wirklich alle Fragen schon beantwortet hast. Das ist aber nicht so. Denn wir haben uns noch eine Frage von Michael Mutzel zukommen lassen, der auch bei uns im Podcast war. Und sinngemäß wolltest du mal wissen, warum er einen Vogel hat. Und es ging auch um deine Bürodeko. Mhm. Jetzt hören wir Michael Mutzels entsprechende Frage dazu. Lieber Jonas, ich habe gehört, du bist zu Gast im Abendblatt-Podcast. Jetzt habe ich da mal 2 kurze Fragen. Ich habe während deiner Abwesenheit entdeckt, dass in deinem Büro ein kleiner Kühlschrank steht. Zum einen, was ist denn da genau drin? Und zum anderen, wenn da was drin ist, wann wird denn der Kühlschrank irgendwann mal geöffnet? Vielleicht kannst du da den interessierten Hörern mal eine Auskunft geben. Viel Spaß. Also ihr beschäftigt euch alle sehr mit den Büros der anderen, das kann man schon sagen. Ja, generell mit der Bürosituation, das ist etwas, was wir vielleicht noch optimieren können, aber immer eine Frage der Prioritäten. Den Kühlschrank, den habe ich mir im Prinzip gewünscht, als ich im Sommer da angefangen habe, als es sehr, sehr heiß war. Vor allen Dingen, weil ich dann ein Büro habe, wo die Sonne drauf knallt. Es hat ein bisschen gedauert, bis der da war, aber da hat sich dann mein Team dann selber mal drum gekümmert und haben den dann aufgefüllt, natürlich mit Wasser und Softdrinks, aber auch nicht ganz uneigennützig mit ein paar Bier. Ich hatte es ja schon mal angekündigt, dass ich eher dann der Weizenbiertrinker bin.
das sehen dann die ein oder anderen Kollegen auf dem Flur auch so. Und das ist natürlich schön, wenn der Chef irgendwo im Kühlschrank hinten drin Papier hat, dann kann man sich da immer ganz gerne hinter verstecken. Ja. Das klang so bei Michael Mutzel nach einem verzweifelten Versuch, dann auch mal zum Bier eingeladen zu werden, wenn man wieder den erhört. Ja, also er ist jederzeit immer eingeladen, aber Michael hat natürlich seine Familie hier und mit den drei Kindern dann natürlich auch noch eine Aufgabe neben dem HSV. Das sind beides sehr intensive Aufgaben, aber wir hatten schon mal einen ganz angenehm Abend mal Anfang September mit dem kompletten Flur, sage ich mal, auf dem ich arbeite, in Soest. Auf der spontanen Fahrt war er leider dann nicht dabei. Wir haben davon gehört. Aber es steht ja bald eine Weihnachtsfeier an und vielleicht haben wir ja sogar am Ende der Saison dann mal eine Möglichkeit, den Kühlschrank dann zu öffnen. Da wird es ja auch wieder wärmer. In Soest wurde ja auch fleißig gesungen, konnte man bei einem Facebook-Video sehen. Jetzt zuletzt gab es eine Aktion, wo dein Lieblingschor, die Goldkehlchen, mit euch zusammen ein Lied aufgenommen wurde. Wer ist der bessere Sänger, du oder Michael Mutzel? Auch da war Michael nicht dabei. Er drückt sich immer vor den entscheidenden Aktionen. Genau, oder vielleicht weiß er einfach, was er kann. ich bin definitiv kein guter Sänger. Also Lieblingschor ist ja immer sehr weit oder sehr schnell ausgesagt. Die Geschichte einfach mit diesem Lied und diesem Chor, die ist halt einfach, was mich so ein bisschen verbindet. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe. Als ich immer wieder gerne. Im Prinzip den Anruf bekam aus Hamburg, ob ich mal bereitstehe für ein Gespräch oder ob ich noch zur Verfügung wäre. In dem Moment hat mir ein Kumpel dieses Lied zugeschickt, weil er selber Hamburger Vergangenheit hat. Und dann habe ich mir das angehört und fand das ganz gut, habe mal recherchiert und habe auch ein paar Jungs von denen mal kennengelernt und mit denen eigentlich auch einen ganz guten Draht. Und einerseits so dieses Zeichen, dass beides parallel kam, das Lied mit dem Anruf aus Hamburg, finde ich ungewöhnlich. Aber irgendwie ist das ja vielleicht auch ein Zeichen gewesen. Und B, die Herangehensweise, dieses Männerchor, ne, zu sagen, so, wir können eigentlich nicht singen, wir machen mal was Spaß zusammen, wir wollen mal was machen, was wir eben nicht können und stehen dazu und gehen mutig voran. Das sind alles so Sachen, die ich gut finde und wo man sich eben auch offen dazu zeigen kann. Und deswegen passt das ganz gut. Und dadurch, dass hier viele HSV-Fans auch dabei sind, viele auch am Wochenende im Stadion sind und ich glaube auch, dass das Lied schon vor meiner Zeit eben öfters im Stadion gespielt wurde, gibt es da halt einfach so eine gewisse Verbindung. Und, ja. Jetzt musst du noch verraten, wer der beste Sänger in der Mannschaft ist. Oh, das ist eine gute Frage. Kannst auch wahlweise der schlechteste sein. Ja, witzigerweise, die Lieder, die ja mittlerweile in der Kabine gespielt werden, die dienen jetzt nicht unbedingt dazu zu singen. Ich würde mal einen Sänger gibt, der extrem textsicher ist und der im Verein ist, dann ist für mich ganz klar Dirk Bremser weit vorne. Auch wird schwer, den einzuholen. Ja. Was habt ihr denn gesungen? Kannst du das verraten? Also Dirk Bremser ist natürlich beim deutschen Liedgut extrem sicher, aber er kennt halt so die ganzen alten Klassiker und sag ich mal noch die guten Lieder, die früher noch in der Kabine laufen oder heute halt, wenn, nur noch in Mittler. Und mit den Goldkirchen, was wurde da gesungen jetzt? Das verrate ich noch nicht. Ist ein Geheimnis? Vielleicht, ja. Wann wird das gelüftet? Dann wäre es ja kein Geheimnis. Sänger ist das entscheidende Stichwort. Wir müssen nämlich demnächst hier den Platz räumen, weil Howard Carpenter und unser Chefredakteur Lars Heider in diesem Podcast-Studio Platz nehmen zu unserer Podcast-Reihe Entscheider treffen Heider. Aber bevor wir hier rausgeschmissen werden, müssen wir natürlich noch die Frage stellen, die wir all unseren Gästen bisher gestellt haben. Steigt der HSV am Ende dieser Saison auf? Wenn ich uns das nicht zutrauen würde, dann hätte ich hier nicht angefangen. Ein klares Ja. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, noch mal einmal deine Meinung zu Howard Carpendale vielleicht noch. Sicherlich auch einer, dessen Texte Dirk Bremser mitsingen kann. Sehr stark. Dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angekommen. Hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonas Bold. Wir sind Danke. Auf jeden Fall am nächsten Montag an gleicher Stelle, gleicher Ort wieder hier. Dann wieder HSV, wir müssen reden. Dann nach dem Spiel gegen Sandhausen, vor dem Spiel gegen Darmstadt mit einem Gast, mit dem wir sehr, sehr ausführlich und sehr gut über den kommenden Gegner Darmstadt sprechen können. Dann heißt es bei uns wieder HSV, wir müssen reden. Und in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das Auf Wiederhören.